Ja, sei gegrüßt zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life is Strange. Guck mal, und wir sitzen in einem Auto, weil Chloe hat uns abgeholt, wer auch immer das ist. Die Nathan haben wir. Prescott is messed up Die and haben wir aber dangerous. This day never ends. auf dem Klo schon Oh, mal and gesehen, thanks, Chloe. wo sie Beef hatte mit den Nathan. After 5 years, you're still Max Naja, Caulfield. jetzt wurden wir sozusagen gerettet. Von Chloe. Don't give Chloe me the ist doch guilty die alte face. At Freundin, least ne? pretend you're glad to see me. Ah, da war sie nicht I am blauhaarig. seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Keine Ahnung. I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. It feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Ich schätze mal. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Nur für Max Jefferson. Hä, Jefferson? Achso, Mark Jefferson. Hä, warum? Nein, natürlich. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher? Also beide Antworten. Scheißegal, was ich geantwortet hätte. No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Okay, Ja, sie hackt so ein bisschen rum, ne? Mach mal halblang. Give me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true, Chloe. Bullshit. You thought you hook up with all these art pricks in Seattle. Didn't happen, though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Die ist eifersüchtig auf Mr. Jefferson, einfach nur weil sie mal die dicksten Freunde sind. Dieser Mark Jefferson ist halt der Lehrer. Und irgendwie... Ja, laufen die Mädels halt ihnen immer hinterher, keine Ahnung warum. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, auf jeden Fall ist das dann halt. Oh, die ist kaputt. Broken. Scheiße. Man, are you serial? Ah, wow, diesmal kann ich nicht zurückspulen. Glaube ich. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Komm zu Hause. Das ist toll. So, alte Freunde haben sich wiedergefunden. Also, Max ist ja extra auf die Akademie, um da irgendwas mit Fotografie oder so. Ja, und die Chloe, die wurde dann halt, ich sag mal, zurückgelassen. Und früher waren sie die dicksten Freunde, haben alles durchgemacht. So, und jetzt sind sie da. Und dieser Stiefdödel, wie sie vorhin gesagt hat, das ist wahrscheinlich der Security-Typ. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Und das ist halt ihr Stiefvater wahrscheinlich. Der von Chloe, meine ich. Chloe. So, hier sind wir jetzt erstmal wieder in einem Ladescreen. Aber kein Problem. Wir werden sofort weitermachen. Und ja, erstmal betreten wir das Haus. Mal sehen, was da abgeht. Wir waren halt noch nicht im Haus von Chloe. Bei Max waren wir aber auch nicht. Das scheint aber weiter weg zu sein. Warum Chloe jetzt auch hier wohnt in der Nähe, weiß ich nicht. Oder vielleicht sind wir gar nicht so weit gefahren. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir wieder zurück zur Schule. Irgendwann bald wieder. Mal sehen, wie sich das alles noch so ergibt. Gut. My room looks a bit different than the last time you saw it. Ein bisschen cool. Verändert. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Gut, schauen wir mal. Wollen wir uns hier... Was macht die denn da? Rauchen?
Alles klar. Gut, ja, gucken wir uns mal um hier, was hier abgeht hier. Postkarte, ansehen, suchen. Ja, machen wir. Komm, gucken wir uns alle an und dann. Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Chloe loved that blue. Das haben wir damals blau gestrichen? Okay. Suchen wir mal. Oh, We krass. had such a blast drawing these together. She's a killer. Okay. Haben sie mal gezeichnet? So, was haben wir noch hier? Tasche. Einmal ansehen kurz. This looks like a laundry bag. Ein Wäschesack. And it reeks like dirty laundry. Gross. Wirk. Okay, hier haben wir einen Karton. Old cardboard boxes. Ja, suchen wir mal. Oh. Wahrscheinlich You nicht so brought my gut. glass snow dough. Thanks. Oh, fuck. Wieso danke? War wahrscheinlich nicht so gemeint. Ich weiß nicht genau. Gut, Schublade haben wir schon. Dann sehen wir uns das mal an hier. Schneekugel ist kaputt. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. When she cared. Die war auch mal auf der Schule. Okay. Oder Akademie. Okay. Zeugnis. Chloe Price. Über 80 Mal abwesend. Oh, sie war einfach nicht mehr da und deswegen. Vorher war sie eine gute Schülerin, auf einmal war sie nicht mehr da und deswegen ist das halt. Na gut, okay. Schauen wir mal weiter. Schrank. Sie sagt aber auch nichts, ne? Wir schnüffeln hier Oh, durch this ihre is a Sachen. flashback to youth. Our super secret closet lair. Alles Vergangenheit hier. Ja gut, sie hat halt nichts weggeschmissen, kann man so sagen. Hier haben wir eine Schublade. Was geht hier ab? Wollen wir gleich suchen oder erst ansehen? Ich würde sagen, wir suchen gleich mal. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Ansehen. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Also, ah, guck mal, also sind die gar nicht hergezogen. Dann sind wir also dahin, ne? Kann das sein? Ansehen? Nothing but junk in this suitcase. Außer Alkflaschen und Kippen, Aschenbecher. Nee, noch nicht. Ich denke mal, wenn wir mit ihr reden, dann geht's weiter. Deswegen will ich erstmal nochmal gucken. Hier. Was haben wir hier noch? Papier? Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Ach, Reparatur wegen, ja gut, Autoreparatur. Boah, 2000, achso, nee, 3006 Euro 2, oder? Nee, Dollar. Zurück. So, Kiste. Look Ah, at die that. alten Fotos mit ihren richtigen Chloe and Vater, her weil dad were jetzt lebt so sie ja mit ihrem close. Stiefvater zusammen. Wahrscheinlich, wer ist das? Auch, oder was? Guck mal, damals hat sie noch andere Haare gehabt, ne? Und jetzt hat sie blauen Haare. Ja, sie hat sich sehr, sehr verändert, wahrscheinlich. Ansehen? Nur weil Hey, ein that Fernseher. TV used to be in the living room. Ja, okay, hier haben wir noch Steckerleiste. Einschalten. Was ist denn drin? Oh, toll. Und die Mucke geht auch gleich an. Komm, machen wir gleich an. Oh, hier Poster. Ist das eine Rockband oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht sie so aus. I'm not into them. Too pretentious. Okay. Gut, die Hi-Fi-Anlage. Houston, we have the power, but we need to find a disc to play. Kiste. Da war jetzt nichts drin, ne? Fernseher auch nicht. Wir suchen also. Hier wahrscheinlich auf dem Schreibtisch. Vermissten Poster. Das war sie, ne? Genau. Also sind die alle von ihr. So it was Chloe who printed all those flyers. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch raus, wer das ist. Ansehen, suchen. I think this junk swallowed her discs. Ja, wahrscheinlich. Wer nicht aufräumt, ne? So, hier noch Laptop ansehen.
Na komm. Laptop ansehen, meine Güte. Jetzt. She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Hauptsache, so war das auf ihren Rechner. Alles klar. Vermisstenposter, hier haben wir noch Mülleimer. So, suchen. Ist da was drin? Ja, jede Menge. Thought Chloe wouldn't pay her parking tickets. Wer hätte das She gedacht? Does love trouble. Also, ihren Lebensstil zu urteilen, würde ich sagen, das macht sie nie. Sie hat noch nie ein Knöllchen bezahlt. Oh, hier ist ein Fenster. Ja, logisch ist da ein Fenster, aber... We used to dare each other to climb down, but never did. Okay, krass. Also ist es wirklich dieses alte Elternhaus, was, ja, welches vorher war. Also, wo sie halt vorher auch schon gewohnt haben, so. Warum steckt sie die ein? Die soll sie doch in die Dings reinschmeißen. In der Hi-Fi-Anlage. Hi-Fi-Anlage. Das ist die Ember, ne? Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. War ihre beste Freundin, nachdem Max nämlich abgehauen ist. Das ist Rachel Amber. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ey, die müssen ja ewig sich schon nicht mehr gesehen haben, oder? Wenn dazwischen, sag ich mal, sie eine neue beste Freundin hatte und, ne? Aber mir vor... oder Max Vorwürfe machen, dass sie sie verlassen und vergessen hat. Sie hat auch eine beste Freundin gehabt. Und die ist jetzt wahrscheinlich weg. Und sie weiß anscheinend auch nicht, wo sie ist. Ja, ich könnte jetzt drauf rumhacken, aber nee, ich will ich ehrlich gesagt nicht, ne? Ich hab das nicht vergessen. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Deine Mutter? What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Meinst du, sie ist einfach abgehauen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weil, die war ja vorher auch noch auf der Akademie und viele erinnern sich noch an ihr. 6 Monate? Das ist schon eine ganze Weile her, würde ich sagen. Halbes Jahr, ne? Und ihre Eltern, woher weißt du das? How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Oh, kacke, alle weg. Was ist überhaupt mit dem Vater? Wo ist er hin? Ist er abgehauen oder vielleicht... Ja, lebt er auch nicht mehr? Keine Ahnung. Wurde jetzt noch nicht erzählt, ne? So, wir schmeißen erstmal die CD in die HiFi-Anlage, die wir gerade gefunden haben. Keine Ahnung, was das für eine CD ist. Hat sie auch jetzt nicht kommentiert oder so. Schauen wir einfach mal. So, CD. Rein damit. Track 1. Ist wahrscheinlich eine alte CD, die damals... So, keine Ahnung, auf jeden Fall wird erstmal gekifft. Oder nee, ich weiß nicht, sind Zigaretten oder nicht? Anyway, keine Ahnung. You can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Kiffen. Okay, gut. Lass mal so mal kiffen und dann, ja, gehen wir einfach mal in die Garage.
Mehr ist hier, glaube ich, nicht, ne? Was wir uns jetzt noch angucken könnten. Wir haben mit ihr geredet. I shouldn't bug Chloe now. Plus, I need those tools. Genau. Ab in die Garage. Öffne mal die Tür. So. Ah, man kann sich hier nochmal richtig ordentlich umgucken. Und das werden wir auch machen, bevor wir in die Garage gehen. Aber wir kommen halt nicht überall rein hier, ne? Hier auch nicht. Guck mal, hier ist offen. Das ist ein Bad. Da hinten war auch noch irgendwas. Ich guck mal hier. Lichtschalter. Genau, ist ganz wichtig. Sonst sehen wir gar nichts. Einmal einschalten, bitte. So, dann gehen wir mal kurz duschen. Natürlich verpixelt. So, ist nicht möglich. Wir sind schon geduscht. Das reicht für das komplette Spiel. Ich weiß nicht. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Oh ja, dann färben wir uns auch, wa? Also man sieht halt nur nicht schüchtern aus, wahrscheinlich. Wie man denn wirklich ist, weiß ich nicht. Aber sie ist schon krass drauf, glaube ich. Hier haben wir Schminkzeug oder wie man das nennt. Kosmetik. Chloe wouldn't use animal products. Ja, das ist ja wohl die Mutter, wa? Gut, mehr haben wir hier nicht. Spiegel, können wir da nochmal reingucken? Nee. Also, wir gucken ja gerade im Spiegel, aber ich meine, sonst kann man halt im Spiegel gucken, dann gibt es den Kommentar von sich und so was alles. Hier haben wir noch ein Foto, was haben wir hier? Ansehen. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Hier bin ich, schon so weit zurück. Hier haben wir Bücher. Wahrscheinlich wieder Bücher, die wir nicht kennen. These books have not been touched since the last decade. I see why. Die will einfach keiner lesen, das ist so. So, einmal öffnen. Das ist das Schlafzimmer der Eltern wahrscheinlich. Ja, was heißt Eltern? This must be Chloe's parents' room. Ja, ja. Man, I'm nosy today. So, schauen wir mal. Wir fangen rechts an und bewegen uns gegen den Uhrzeigersinn. So, einmal Foto. Da ist wahrscheinlich der Vater drauf, der ist vielleicht nicht mehr lieb. Joyce oder so. Looks happy. Nee. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Das ist der Stiefvater, ne? Das ist der. Der Security-Typ aus der Schule. So, dann haben wir hier noch eine L-Ampe. L-Ampe. So, jetzt sehen wir mehr, aber mehr Optionen haben wir nicht. Papier. Was steht drin? Liegt so offen rum, da kann man mal einen Blick reinschauen. The prices are late on their bills. Überfällig. Ach, die Hypothek vom Haus wahrscheinlich, oder? Verschuldet. Alle sind verschuldet. Ich verstehe nicht warum. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Er ist doch der Wachmann. Siehste, hab ich gewusst. Er ist nicht irgendein Wachmann, er ist der Wachmann. Der Wachmann der Schule. So, einmal ansehen. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. Vor Jahren. So, hier haben wir Fenster. Oh, was da? Nein, oh, ein Vogel. Poor thing. I bet I could do something to save it. Gut, Fenster auf. Nicht rausgucken, Mensch, da liegt ein Vogel. Du kannst ihn retten. Weiß ich nicht, ob es geht. Ansehen. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something. Ja, was passiert? Einfach gegengeflogen oder was? Guck mal, wir spulen mal zurück. Ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie gemerkt zu haben, dass der zu. Warte nochmal. Der Vogel liegt da, so. Schauen wir nochmal. Auf jeden Fall sind wir. Der liegt da immer noch. Gut, dann noch weiter. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Immer noch nicht. Mann, es geht um den Vogel! Jetzt ist er weg, okay. Dann machen wir Fenster auf und dann fliegt er nicht gegen die Scheibe. So glaube ich jedenfalls, dass. Zack. Da ist er drin. Und er hat überlebt. Nice. So. Gut, einmal ansehen. Wir lassen den Vogel da einfach mal fliegen. A 21st Century Survival Guide. Wow, Apocalypse Self-Help. Oh, Schublade. Schubladen sind immer interessant, besonders Nachtschränke.
Dog tags. Sweet. David Mattson. Er hat auch gedient, okay. Der, weiß ich nicht, amerikanischen Armee oder wie man nennt. US Army. So, in den Schrank. Hier können wir nicht reingucken. Kleiderschrank. Einmal öffnen, Nachtschrank. Oh. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Wer ist es? Naja, gut. Hier haben wir noch was. Eine Zeitschrift. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Und der Wecker, der blinkt. Soll der blinken? Ich weiß es nicht. Konnten wir das nicht gerade angucken hier? Das Bild? Nee, gar nicht. Wo ist denn der Vogel jetzt? Da oben. Kann ich mit denen interagieren? Nein, nur ansehen. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Genau so ist es. Los, flieg! Der Fenster ist noch offen, aber flieg bitte nicht oben in die Propeller rein. Das wäre so... Scheiße. Gut. In der nächsten Folge werden wir einfach mal in die Garage gehen, um unsere Kamera wieder zu reparieren. Mal sehen, was hier noch auf uns wartet. Alles klar. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin.